Willkommen zu einer neuen großartigen Mission gegen das Romulanische Imperium. Nachdem wir beim letzten Mal den romulanischen Imperialisten abgewöhnt haben, ihre eigenen Leute in 0815 Borg oder Ersatzborg zu verwandeln, sind wir dann auf die Gerüchte gestoßen, dass dieses fiese Imperium sich mit anderen Fiesen zusammengetan hat und Leute aus der Romulanischen Republik und anderen Kolonien entführen lässt. Und das ist jetzt unser Auftrag. Wir schauen mal im Cirini-System nach, womit wir es denn da zu tun haben. Und da geht es jetzt um den Transwarp. Erstmal. Wunderbar. Transwarp funktioniert ordnungsgemäß. Und da sind wir. Nun, dann beginnen wir mal zu schauen, was gibt es dort an Geheimnissen. Niedlich. Ein Schutzschild. Und mehrere in Schiff wird das romulanische und unsere. Oh, sie brauchen mir nicht so viel zu danken. Ist ja gar kein. Es war mir eine Freude. Ja, das Imperium betreibt jetzt Politik und Abgesandte der Republik sind auch unten, betreiben auch Politik und jetzt ist eine Blockade errichtet. Naja. Dann nähern wir uns mal hier dem Fall. Holla die Waldfee. Die waren fleißig. Das war mit Sicherheit teuer. So, Imperial Romulan Warbird Rea. So, Taktik ist in Bereitschaft. Dieser Planet wird vom romulanischen Sternimperium beschützt. Nennen Sie uns den Grund Ihres Besuchs. Ich bringe eine Bürgerin zurück auf ihre Heimatwelt. Ja, das ist richtig und harmlos. Identifizieren Sie besagte Bürgerin. Ja, Tequila. Flüchtiger Ver. Ja, wunderbar. Das glaube ich allerdings nicht. Und vor allen Dingen das mit dem Entern. Das kann ja wohl auch nicht sein. Das wäre auch noch schöner, Commander. Halten Sie sich zurück, Marina. Oh. Okay. Und das gibt Ärger. Das gibt sowas von Ärger. So. Das hat er jetzt davon. Man sollte sich einfach nicht mit uns anlegen. Wir sind ja freundlich und tun keinem was. Wir sind keine Schürfer. Wir fliegen jetzt einfach mal fröhlich weiter. Und, ja. Chef, wir haben da ein Konfigurationsproblem. Was? Unsere Schildautomatik dreht gerade ein bisschen ab. Ich würde sagen, wir bereinigen das Problem, bevor wir runterbeamen, weil wenn wir wieder rausbeamen. Jetzt sehe ich es auch, aber fort. Ich kümmere mich da rum, beziehungsweise, wieso eigentlich ich? Irgendjemand anders, irgendein Billup soll sich kümmern. Ich beobachte das Ganze mal. So. Wer kommt eigentlich auf die Idee,
unsere Bordroutinen zu verwuseln. Also ich war's nicht, Captain. Irgendjemand hat unsere Bordroutinen vergriesgnaddelt. Es ist einfach eine absolute. Das wird auf jeden Fall noch ein kleines Nachspiel haben mit irgendjemandem. Ja, jetzt hier Einstellungen glatt ziehen. So. Und dich brauchen wir hier und an anderer Stelle. So, das gefällt mir schon mal besser. Nein, wir beamen noch nicht runter. Konfiguration. Bitte einmal die taktische Konfiguration speichern. Taktische Konfiguration prüfen. So, das müsste jetzt halten. Theoretisch. Captain, vielleicht habe ich da eine passende Verordnung. Nein, Bäumler, ich brauche keine passenden Verordnungen. Das war vielleicht vorschriftsgemäß, aber völlig untauglich. Runter jetzt. Ja, das komplette Team. Team Lower Decks auf die Außenmission. Da sind sie begabt. Da sehen sie gut aus. Da kommen sie immer mit. Nur das Runterbeamen könnte schneller gehen. Aber das wäre ja langweilig, Captain. Was? Willkommen zu Hause, Tequila. Wir besuchen jetzt mal dann eine Kolonie. Och, das sind aber schöne Pflanzen hier. Können wir nachher noch ein bisschen sammeln? Ich weiß nicht, Tandy, dafür haben wir gerade keine Zeit. Hier ist dann das Ratsmitglied, also eins. Jolan True, and welcome to Serene Prime. Oh, thank you for returning to Kala to us. I'm sure her family is pleased she is safe. However, you have arrived at a... Das würde ich auch hoffen, dass sich ihre Familie freut. I was just preparing to meet with representatives from the Romulan Star Empire and the Romulan Republic. Each are urging our colony to join their faction. We've done our best to stay out of the conflict until now, but I fear we will soon be forced to take. Ja, das mit dem Imperium, das haben wir auch schon gemerkt, aber sie haben versucht, mein Schiff zu zerstören, könnte man so sagen. Yes, the Empire has a way of offering assistance that feels more like a threat. They offered security services for my world, and I could not risk refusing them. And to be fair, there have been no abductions since the fleet began. Entführungen? A number of our citizens went missing in the weeks before the Empire arrived. The Empire blames the Republic, of course, but I think Sela likes to blame them for a lot of things. There's no evidence. Ja, keine Beweise, aber die anderen waren's. In fact, there's no evidence at all. Mhm. And I think that if the Republic were behind these kidnappings, they would leave some trace behind. If you would care to speak to the representatives, I would be interested in hearing what your opinion of them is. Diplomatie. Das wird extrem super. So wie auf dem Kristallplaneten. Ruhig, Marina. Das ist einige Jahreszeiten her. Genau, was machen Sie hier, Subcommander?
ich verstehe, sie mögen das Romulanische Imperium und Seele auch nicht. Und ja, in der Romulanischen Angeln. Viel Glück. Oh Mann, die Diplomatie. Bin ich froh, wenn ich das nicht mehr so bin. Also, wer hier nicht willkommen ist, das wird sich ja wohl noch rausstellen. Puh. Hat mir keine Wahl. Also. Ah, ja. Gut, in dem Fall, wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Das reicht. Imperium, Mörder, das kann er er kann das sowas von verknispeln. Ah, die Republik, dann... Ich bin vielleicht voreingenommen, aber ich denke, dass sie der Republik beitreten sollen. Thank you for your suggestion. Our most convincing evidence comes from a survivor of Virinet. And if his story can be believed, he says he knows who is behind these abductions. You should speak to him before. Okay, da war ja doch noch jemand was und Informationen außer Gerüchten. Das wird spannend. So, hinter dem Gebäude. Ja, so am Rand war es nicht, aber hier. Ah, hier. Hören Sie mal auf, an der Konsole rumzuspielen und sprechen Sie mit mir. Es war der Tajia. Sagt er. Okay. Und gehen Sie, schauen Sie selbst. Ja. Gut, mein Beileid für die Familie und wir werden uns drum kümmern. Dann haben wir hier diesen Teil abgeschossen und beamen uns nach oben. Wir beamen wieder einmal. So, bisschen im Sekretariat rumwuseln. Nächstes Ziel ist das Cirini Prime Sonnensystem. Ich glaube nicht, das nächste Ziel müsste dann das... Was habe ich denn da gemacht? Fortfahren wie du mir? Ah, da habe ich irgendwie zu begeistert gebeamt oder was. Merkwürdig. Admiral, Sie werden für Verbrechen gegen das Romulanische Sternenimperium gesucht. Ich werde noch wegen ganz anderer Sachen... für andere Sachen gesucht. Schon wieder das mit den Entern. Fahren Sie Ihre Schilder runter und bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden. Captain, wir entern üblicherweise keine Schiffe so ohne weiteres und Bäumler, Ruhe jetzt. Die Romulanische Republik meldet. Ja, auf den Schirm. Er möchte helfen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Taktische Konfiguration aktivieren. Geheimwaffe Nummer 2 zünden. Geheimwaffe Nummer 2? Zu spät.
Captain, was ist denn unsere Geheimwaffe Nummer 2? Schauen Sie mal in unseren Schiffsspezifikationen nach unter geheime Waffen Nummer 2 und vielleicht lesen Sie ja dann doch mal bis halt demnächst, was Sie so an Unterlagen bekommen. Danke, Marina. Ich habe geguckt, das ist eine Geheimwaffe? Ja, Merina, Geheimwaffe Nummer 2, dekonstruktiver Resonanzemitter. Danke für Ihre Mitarbeit. Und wir gehen jetzt endlich nach Virinatzens. Es hat ja auch ohne Geheimwaffe geklappt, aber. So, einverstanden, setzen Sie Kurs und dann fliegen wir jetzt mal los. Also erstmal hier durch diesen wundervollen Schutzschirm. Na, ich habe ja schon die Befehle gegeben. Da müssen wir immer mal mit meiner Brücke darüber sprechen. Ja, wir sind bereit zu warpen. Warum fragen Sie eigentlich mich? Normalerweise müsste ich Sie das fragen. Nach Verinat warpen, jetzt! Setzen Sie Kurs auf den Planeten. Captain, taktische Konfiguration vielleicht. Leider bauartbedingt noch in der Aufwärmphase. Wir haben eine Aufwärm. Mariner, Schiffsspezifikationen, taktische Besonderheiten des Forschungszerstörers Titanklasse, Unterabteilung USS Giant, Sondereinbauten, bitte prüfen Sie das. Trümmerscan. Ja, wir haben einen. Ah ja. Noch mehr Wrackteile. Kennen wir die auch? Elachi. Elachi sind möglicherweise unsere Gegner. Na, das wird richtig lecker. Was ist denn nun mit unserem Taktikmodus, Commander? Taktikmodus bei Bedarf. Sie haben das doch schon eben erlebt. Taktikmodus war nicht verfügbar. Aus Gründen. Aus langweiligen Gründen. Könnte mal. Gut, Marvin werde ich dann hinterher auch noch mal etwas genauer fragen, was er da eigentlich vorhat. Wir beamen runter. Außenteam bereit. Ab dafür. Hier mal um. Tribble zum persönlichen Gebrauch wie immer freigegeben.
mal die Umgebung. Gut, einfach geradeaus und dann sehen wir weiter. Riesige, fiese Insekten, aber macht nichts. Also das mit den fiesen Insekten würde ich so nicht blind unterschreiben, Commander. Das sind Honigbienen. Honigbienen? Romulanische Honigbienen. Beängstigend. Auf jeden Fall übellaunig und gefährlich. Also da sollten wir uns... Wir sind an Bienen geraten. So, jetzt schauen wir mal. Was es hier zu sehen gibt. Wie ist es denn den Kolonisten hier ergangen? Obwohl ihr Gewebe scheint von einer... Tandy, du meinst, sie ist verschimmelt? Ja, Installation 18. Da waren wir ja schon. Und dann begeben wir uns mal weiter. Einmal ein bisschen schauen, scannen die Umgebung und... Trümmer! Augenblick. Jetzt erstmal hier wieder das Ganze. Ja. Hier waren doch gerade Trümmer, die waren doch irgendwie interessant. Was heißt hier alternative Energiequellen? Das sind einfach Standard erneuerbare Energien, Tandy. Was haben sie denn auf Romulus? Also, gut, also sie sind Wissenschaftlerin, keine Ingenieurin, das merkt man schon manchmal. Alternativ. Ist völlig normal, mit Windrädern zu arbeiten. Okay. Da vorne, das sieht interessant aus. Aha. Und mein Team hält mir derzeit die Bienen vom Leib. Sehr schön. Ja, fleißig da hinten. Orbitalschlag. Ja, das haben die mit Sicherheit... Gut. Ich weiß zwar nicht, ob das vor Gericht auch so funktionieren würde, die Argumentation, aber sie gefällt mir. Scannen, wo geht's weiter? Ah, jetzt den ganzen langen Weg durch die Kolonie zurück. Ja, der kürzeste Weg ist trotzdem noch lang, aber das ist dann halt so. Ja, Wasser. Sieht ja auch spannend aus. Ja, funktionierender Brunnen jetzt auch nach der Zeit. Solide gebaut, ohne Frage. So, dann mal hier durchs Gelände. Viel näher bin ich aber immer noch nicht. Es geht halt immer noch weiter. Dun, 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 dun. Komme ich da hier noch irgendwann mal? Also, klein, aber trotzdem völlig verbaut. Zumindest für jemanden, der den freien Weltraum gewohnt ist. Kurs setzen und gut ist, aber ja.
Und wieder über die Barrikaden. Gibt bestimmt einen einfachen Weg, aber der ist nicht so großartig wie das hier. Ah, hier geht's jetzt. Also, das sieht doch nach einer Strecke aus, die man laufen kann. Also Honigbienen, aber trotzdem Insekten. So. Und jetzt hier lang. Und noch ein... Ist das hier eine ruinierte Kolonie oder ein Bienenstock? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So. Ah, jetzt wird's. Ja, das sieht mal. Das sieht doch mal wundermerkwürdig aus. Beweis sammeln. Das Gerät ist eine Barke unbekannter Technologie und passt zu dem, also Elachi, vollständiger Scan. Yep, hat sie gemacht. Dann können wir jetzt eine Subraumübertragung. Interessant. Alles klar. Dann geht's jetzt los. Wir haben da eine... So. So. Ah, hier ist dieses Supram-Ding. Sie haben eine... gut, ich stehe da nicht persönlich. Citizens of the Empire, it is with great sorrow that I report the destruction of our colony in the Virenat system by the terrorist insurgents known as the Romulan. Most of the residents of Virenat were loyal subjects of the Empire who were unaware of the terrorist cell hidden amongst their homes and families. Terrorzelle hier, also ganz. Schuld an der Zerstörung sind die terroristischen Aufständigen. Aber dass sie das gemacht haben, Sela. Ja, genau. Die Terroristen in diesem Haus waren schuld daran, dass es gesprengt wurde von mir. Danke. Ach, jetzt lügt sie ja. The Romulan Republic destroyed the entire colony rather than submit to the lawful authority of my forces. I grieve for the loss of innocent life. Rest assured that those responsible will be found and punished for their crimes against the Romulan people. Virenat will not be forgotten. Ja. Holla, die Waldfee. Gut. Commander, sauber überreagiert. Die sind platt. Ein Schiff unbekannter Konfiguration. Hochbeamen. Und jetzt verstehe ich auch, dass wir sofort das taktische Setup verfügbar haben wollen. Alles klar, Commander. Haben Sie gut gemacht.
Der Transwarp, das Beamen, solche Sachen brauchen ihre Zeit. Bestätigt. Wir haben Stress. Taktische Konfiguration aktiv. Geheimwaffe Nummer 2, Marina. Alles klar, Captain. Geheimwaffe Nummer 2 gezündet. Warum ist denn die eigentlich geheim, wenn ich mal fragen darf? Aus Gründen. Subraumnachricht vom Sternflottenkommander. Neu Romulus wird vom Tal'Shia angegriffen. Aber sowas von. Wir sind auf dem Weg. Jawohl, wir wollen nach Neu-Romulus. Nach Neu-Romulus warpen. Taktischer Modus wird gleich auf Anhieb verfügbar sein, hoffe ich. Da sind wir. We are grateful beyond words for your help. You have arrived in the nick of time. New Romulus does not have the developed orbital defenses necessary to repel such an attack. And Admiral Kerouac is calling for as many ships as possible to defend the planet. The flotilla protecting the planet has been pushed back by the enemy assault. They are at their final line now. They need your help. Alles klar. Gefechtsstationen und... Taktischer Modus aktiviert. Jede Menge hässliche Großbereiche. Aktivierung der Geheimwaffe erfolgreich. Außer, dass da dann der Feind irgendwie rausgesprungen ist. Das ist jetzt unten. Und jetzt die Geheimwaffe Nummer 1. Die war richtig teuer. Dann manövrieren wir uns mal in das Heck von dem Ding. Wenn ich nur wüsste, wo es ein Heck hat. Da sind wir irgendwie vorne. Da müssten wir jetzt eigentlich, jawohl. Wirklich Ärger in Mengen. Ah, aber das sieht gut aus. On behalf of the Romulan Republic, thank you for your assistance today. You have saved our new world from destruction. You cannot begin to repay these deeds you have performed today. But know that your names will go down in history. Es war uns eine Ehre, Ihnen zu helfen. Es scheint, als seien wir fertig. Ja, so. Wir haben gesiegt. Das war ein glorreicher, großartiger Sieg. Spock. Es scheint, als wären wir fertig. Vulkania. Aber
Gut, wenn ich Aufregung will, dafür habe ich ja meine Leute von den Lordex. Was hat die Sternflotte zu berichten? Äußerst erkenntlich. Heißen Lachi, suchen weiter Hinweise. Und, gut, wir sagen nicht Nein zu überreichten Belohnungen und Geschenken. Vielen Dank. Ah, eine neue Mission hat sie auch gerade für uns. Kontrollieren wir doch mal die Missionsvorschriften. Romulanisches Geheimnis. Wollen ja den Plot einhalten. Ja. Das wird meine nächste Mission. The cause of the supernova that destroyed Romulus remains a mystery. Our allies in the Romulan Republic have a theory on the matter, however. Zerstörung von Romulus. The former praetor of the Romulan Star Empire is responsible. Und die Prätorin vorher abgesetzt von Sela. Wunderbar, Mission wird akzeptiert, aber das ist dann eine andere Geschichte. Beim nächsten Mal gehen die Abenteuer halt weiter. Diesmal, wer hat eigentlich Hobos kaputt gemacht?